Und wir spielen zu Hause bei Regen leider gegen Barcelona, aber das wird geil. Leider bei Regen. One of the great fixtures in world football as Real Madrid play Barcelona. A wet, rainy day today. So without further ado, off to the stadium. Your commentary team, Martin Tyler and Alan Smith. Well, this is the one we've been waiting for. We being Martin Tyler and Alan Smith in the commentary box, and you, of course, ready to watch the game unfold. Komm schon, groß, komm, lauf, Junge, setz dich durch. Ah, shit. Nachsetzen und dranbleiben. Schön gespielt. Gut gemacht. Super Tor. Und der Gegner leckt leider leicht. Das liegt aber nicht an Shadowplay. Das hat damit relativ wenig zu tun. Das wird nämlich extern abgespeichert. Ah, sehr gut. Leider ein bisschen Lecks, aber hat schon viel schlimmere Spiele. Na? Leckt es bei ihm etwa mehr? Der wird nicht aufgeben. Also wenn es bei ihm natürlich mehr leckt, ist es natürlich scheiße für ihn, nur ich werde es nicht aufgeben. Mal schauen, was er macht. Meistens sind es ja echt die EA-Server, die daran schuld sind. Jetzt ist es auch, was Shadowplay angeht, Origin schuld. Weil überall anders funktioniert bei mir alles. Na, no, jetzt wollte ich gerade was trinken. Und dann legt er los. Oh nein! Alter, komm, hör auf, ich war gerade dabei, was zu trinken. Ja. Hör doch auf! Jetzt gar nicht. And the setup for him was super. Well, it was, and I think as a striker, you know the chance is going to keep on coming, and that gives you an awful amount of confidence, and he showed it there. Well, we're back at level pegging again at 1-1. Alter, das ärgert mich jetzt natürlich. Bin ich zwar selber schuld, aber trotzdem, das ärgert mich. Xavi, and it's back to him again. And now Iniesta. Oh, 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 mein lieber Gesangsfan, das muss doch gelb geben. Aber ja. Puh, als ob ich da kurz spielen werde. Natürlich werde ich kurz spielen. Oh Mann, nicht den Ball da verlieren. Gut gemacht, Casillas, kommt mit. Hey, 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 das darf doch nicht wahr sein. Scheiße. Puh, ich lasse mich jetzt ziemlich aus dem Konzept bringen, habe ich ehrlich gesagt das Gefühl. Was heißt das Gefühl? Ich lasse mich rausbringen. And he's just stroked it home first time. Really classy, composed goal out. And that's a goal well worth analyzing again. Oh yeah. Das ist wirklich nicht gut. Barcelona then with the lead. Goal for Barcelona in the 15th minute. Number 10, Lionel Messi. It's a return ball. Ah, shit. Nachsitzen. Ah, alle wieder zurück, Jungs. Gibt's ja nicht. Der läuft mir schon wieder davon. Diesmal habe ich ihn. Aber kommt zum Nachschuss. Casillas, gut. Corner.
Sergio Busquets. Oh, that's a good clean tackle to stop the attack. Ronaldo. Weiterhin Ronaldo. Oh Gott, Benzema. Doch nicht dahin, dann kann ich ihm direkt vorlegen, habe ich aber gemacht. Muss erst nicht mehr machen, oder wie? Gibt mir Angst. Ganz weit nach oben links. Iniesta. It's easy here for the keeper. Komm, kassier's, hast du sicher. That's gone back to him. Ich glaube, der steht im Abseits. Ja, tut er. Jeremy Mathieu. Neymar. On towards Messi. Ey, komm, wenn ich hier wieder verliere. Das wird echt eine Katastrophe mittlerweile. Noch keinen einzigen Punkt dann. Nach drei Spielen. Salon hat ihn schön, Pepe. Der versucht immer schnell zu kontern, merke ich mittlerweile. Jetzt muss man das nach Möglichkeit unterbinden, was ja auch nicht ganz einfach ist. Ach komm, so schlecht könnte doch nicht sein. And now Iniesta. Towards Neymar. Du bleibst unten. Genau da. Schön. You can see it again, Alan, the effort on goal from Neymar. Can have it back. Police. Played it into the wide area there, played it well. Iniesta. Ja, von der Idee eigentlich ganz gut, aber Umsetzung ist immer so schwach. Schön gemacht mal. Da war einfach nicht mehr viel rauszuholen. Benzema ist jetzt nicht so der Dribbler schlechthin. Aber kopfballstark ist er. Und er hat sich verletzt. Um Gottes Willen. Das ist Pflicht, den zu machen. Ach Mann, so ein Pass, das darf doch nicht wahr sein. Gut, den hat Casillas locker und damit ist Halbzeit. Ja, gut ist es nicht, muss ich sagen. Gut ist es wirklich nicht. Nun ja. Vor allen Dingen dadurch, dass ich hinten bin. Oh Mann, Neymar. Oh Mann, was, also was soll ich da machen? Kassier's, ich bitte dich. Er hat er super getroffen, natürlich, aber wo steht Kassier's da? Der ist gut, der Gegner, ist insgesamt ganz gut. Da lasse ich ihn mit halb Absicht noch durch.
Oh, Gottes Willen, was macht Casillas da? Er sieht den Ball 3 Jahre lang kommen. Jetzt sieht er ihn kommen. Er macht 2 Schritte. Yeah, yippie. Geil. Ich bin entgeistert. Mann, 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 Mann. Geht doch. 3-2. Diesmal nicht. Nochmal lasse ich ihn nicht so durch. Er ist viel zu gefährlich, wenn er das macht. Da steht er richtig. Warum kann man da nicht auch richtig stehen? Ab in den Zweikampf, mein Freund. Ach, Casillas, hältst du eigentlich gar nichts? Ich fasse es nicht. Was macht Casillas denn da? Klar, ich muss den unten decken, gescheit, aber Casillas hält halt wirklich gar nichts. Das steht halt auch wieder total falsch. Mann. FIFA-Torhüter halt. Ich drück schon eine halbe Stunde vorher. Ich krieg's heulen hier. Es ist doch eine Verarsche des vom Herrn, Alter. Was macht denn Bale da? Also ich weiß nicht, was soll ich machen? Ich kann nicht mehr außer Schießen drücken. Oh Gott, das wäre. So geht es. Statt 4-3 steht 5-2. Einfach unfassbar. Seltenst. Also, boah. Also momentan ist FIFA wirklich wow. Bei 5-2, also ich bin ja realistisch, also da habe ich ja keine Chance mehr. Das ist recht so, wie es läuft momentan. Das ist nicht schlecht, natürlich nicht, aber die meisten Gegner, die ich hier habe, sind nicht schlecht in Liga 1. Nur, was soll ich denn machen, wenn mich das Spiel zum 4., 5. Mal verarscht? Also, 4., 5. Spiel. Toll! Ich spiele ebenbürtig. Ist einfach so. Nur bin ich halt hinten. 5-3. Das kommt null dem Ganzen gerecht. Ich würde gerne den Ball holen. Ganz ehrlich, ich würde ihn gerne holen. Er macht es nur nicht. Er macht es einfach nicht. Er läuft nur rückwärts. Oh oh. Oh, der kann das. Den muss man vorher aufhalten. PP einfach vom Ball weglaufend. Ich dachte schon, jetzt kommt es vollends. Zum Glück deswegen, weil abseits ist. Den schicke ich mal direkt durch. Will niemand? Nein, wirklich nicht. Das war jetzt mal stark. Das war auch gut.
Just lost out. Lionel Messi. Komm hör auf mich, Junge. Komm, Ronaldo, sei nicht mehr abseits. Bist du nicht? Komm, mach ihn. Ja! Wieder dran. Komm, da muss mehr. Da muss mehr. Jetzt ist er verunsichert. Jetzt wird er wechseln. Soll ich auch? Nein, momentan läuft's, aber ich weiß nicht genau. Rodriguez spielt gut auf der Position. Ich könnte Isco einwechseln. Nein, ich lasse es so. Am Ende ärgere ich mich zu Tode, wenn ich wechsle. Ja, auch wenn ich nicht wechsle. Wenn ich das noch verliere, wird's ärgerlich. Oder was heißt noch verliere? Ich bin ja hinten momentan. Aber hier ist einfach viel mehr drin. So viel mehr. Jetzt muss ich ihn gleich am Anfang wieder stoppen. Nicht, dass er mir wieder eins reinhaut. Dann steht 6-4. Dann ist es vergessen. Also der, der direkt läuft, einfach ihn stoppen und so. Volle Kanne, egal wie. Ja, das war gestoppt, mir egal. So, der hier muss wieder zurück. Den habe ich aus Versehen geschickt. Wunderbar. Wenn noch eins kassieren, das kann ich mir nicht erlauben. Okay, jetzt habe ich ein Problem. Kassier ist Gott sei Dank, er hält endlich mal was. Oben lang. Mitte. Ah, wieder rüber. Das war eigentlich kein Pass, aber sei's drum. Komm, gib doch Gas. Ich renne und renne und renne und er joggt halt. Ganz locker. Joggt er seinen Weg durch. Unfassbar. Ah, okay, das war ein bisschen arg optimistisch von mir. Da kann ich den Spielern keinen Vorwurf machen. Shit. Oh, Schande. Yes, Casillas! Endlich hält er was. Endlich hält er was. Jetzt ist die Chance vollends da. Muss man da wirklich einen Freischuss geben? Ich weiß es ja nicht. Na komm. Ich stelle mal einen hier mit auf. Komm, 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 Casillas, hol den Ball, verdammte Scheiße. Wo sind wir denn? Nicht einschlafen hier. Scheiße! Kommt totaler Angriff. Hoher Druck. Pressing. Jetzt läuft keine Zeit. Also kann man sich auch Zeit lassen, das sind wir nicht. Aber was ich fair finde, er spielt nicht auf Zeit. Oh. Das sollte eigentlich zu Ronaldo. Und jetzt sieht's böse aus. Er spielt weiterhin nicht auf Zeit, finde ich wirklich fair. Also ich mache ihm da wirklich keine Vorwürfe. Ist okay. Also eigentlich nicht. So wie ich gespielt habe, nicht. Aber das ist in Ordnung. Also, fairer Gegner. Und nur blöde jetzt. Ich habe halt 3 Niederlagen. Und scheiße gelaufen. Puh. Und damit starten wir nochmal eine Runde im Pokal. Und ich habe ja vorhin die ganze Zeit totalen Bullshit gelabert. Ja, wir sind ja im Pokal. Ich habe ja keine Punkte verloren. Das macht mich irgendwie schon ein bisschen glücklich. Erste Runde Pokal rausgeflogen ist zwar wirklich nicht gut. Wirklich, 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 wirklich nicht gut. Nur
Nun ja, Liga sieht's böse aus momentan. Zwei Niederlagen von zwei Spielen. Aber da hätte ich keine dritte vertragen. Und deswegen ist es bedeutend besser, dass es gerade Pokal war. Und fangen wir einfach nochmal eine neue Runde an. Das ist jetzt nicht so das Problem. Nattverbindung, sonst irgendein Schrott. Bei mir passt alles.